Im Kulturbezirk St. Pölten hat das Museum Haus der Geschichte mit einer faszinierenden Dauerausstellung neu eröffnet. Wir haben es für Sie besichtigt. Als Kernland Österreichs spielte Niederösterreich über die Jahrhunderte hinweg eine wichtige Rolle. Wie sich die Besiedlung des Landes entwickelt hat, wie das Alltagsleben, die Politik, die Religion und die technische Entwicklung vorangeschritten sind, dies alles zeigt das Haus der Geschichte im Museum Niederösterreich in St. Pölten. Die Landessammlung beinhaltet ja über 6 Millionen Objekte und da ist es natürlich eine gute Gelegenheit, bei einem Haus der Geschichte in der Ausstellung da auch die Creme de la Creme, die Highlight-Objekte zu zeigen und zu präsentieren. Im Museum selbst sind die Themenbereiche in 11 Clustern dargestellt. Sie tragen Namen wie etwa Glaube und Wissen, Macht, Gegenmacht oder im Gleichschritt ausgelöscht. Das Wichtigste an der Konzeption hier war, dass wir die Vermittlung in die Ausstellung integrieren. Und zwar nicht so, wie es vielfach gemacht worden ist, dass man am Ende von jedem Themenbereich dann ein bisschen eine Aktivstation hat und dort dann quasi für Familien und für Kinder und für Schulklassen Vermittlung anbietet, sondern dass man das von vornherein mitbedenkt und in die Grundarchitektur mit einbezieht. Und das sind die sogenannten Vermittlungsforen. Forum deswegen, weil sie ganz zentral immer in den jeweiligen Räumlichkeiten verortet sind und dort die Möglichkeit bieten, für die Besucherinnen und Besucher wie ein Anker zu fungieren. Das heißt, ich schaue mir die Ausstellung rundherum an, quer durch die Cluster, und wenn es einmal der Fall sein sollte, dass man wirklich von der Objektfülle und von den Eindrücken einfach wirklich auch überwältigt ist, dann kann man in den Foren das wie einen Ruhepol betrachten und dort auch spielerisch die Themen erfahren und erleben, um die es rundherum in der Ausstellung geht. Im Museum finden sich sowohl Exponate aus den niederösterreichischen Landessammlungen wie auch private Leihgaben. Digitale Informationen gibt es über Screens und Beamer und dazu historisches Filmmaterial von niederösterreichischen Amateurfilmern. Zu der Dauerausstellung werden im Haus der Geschichte auch regelmäßig Schwerpunktausstellungen gezeigt. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag und an allen Feiertagen von 9 bis 17 Uhr. Wie viel Zeit sollte man sich nehmen, um das Museum zu besuchen? Das Tolle an der Ausstellung ist, zumindest sehe ich so, Sie können in einer Stunde durchgehen und haben trotzdem einen guten Eindruck davon. Oder Sie können sich 8 Stunden Zeit nehmen. Das ist die Zeit, die man braucht, damit man wirklich alles gesehen und gelesen hat und verstanden hat.